Ja. Meine Damen und Herren hier im Saal und an die, die uns von draußen zuschauen, wir haben ja eine längere Pause gemacht und begrüßen sehr herzlich den Herrn Minister Lies hier in unseren Reihen. Seien Sie uns herzlich willkommen. Vielen Dank. Diese Runde hat sich vorhin darauf vereinbart, dass wir Pause machen, bis Sie hier ankommen. Sie reisen aus der Türkei an, wo Sie mit einer Wirtschaftsdelegation waren, die Sie früher verlassen haben. Auch dafür vielen Dank, dass Sie das eingerichtet haben, dass Sie überhaupt heute hier da sind. Vielen herzlichen Dank. So, wir kommen zu einem wichtigen Moment, in dem ich eine Frage stelle. Ein abschließendes Meinungsbild soll hergestellt werden. Dazu möchte ich kurz ein paar Erläuterungen noch abgeben. Die eine ist, dass wir hier eine Karte haben mit einem Logo und ich will nur diese Karte sehen. Sämtliche Teilnehmende dieses Forums sind damit ausgerüstet und alle haben die Gelegenheit, sie hochzuheben und bitte mit dem Logo nach vorne. So, manche üben schon, vielen Dank. Das zweite ist, wir wissen aus den vergangenen Treffen, dass manche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hier jetzt nicht direkt unterschreiben können, wenn wir das Pult haben, ist schon aufgebaut, weil die Gremien noch nicht offiziell zugestimmt haben. Und wir möchten jetzt diejenigen, die noch unter diesem Gremienvorbehalt nur zustimmen können, auch bitten, an diesem Meinungsbild teilzunehmen und auch die Karte hochzuzeigen, selbst wenn sie gleich nicht unterschreiben können, weil ihre Gremien noch zustimmen müssen. Das nächste bezieht sich auf den zweiten Teil dieses Fragesatzes, bei dem manche sagten, was soll das denn jetzt heißen, kann mit ihr leben? Am Ende muss man doch mit allem irgendwie leben können. Ich präzisiere hier ein bisschen und sage, wenn Sie nicht aktiv für diese Lösung Alpha sind, aber auch nicht aktiv dagegen, dann gehören Sie in diese Kategorie. Also bitte unter dieser Bedingung zustimmen. Wir möchten jetzt gerne sehen in diesem abschließenden Meinungsbild, wie viele von Ihnen hier die Alpha-Alternative tragen und mit ihr leben können. Also bitte, wenn Sie die Alpha-Alternative mit tragen bzw. mit ihr leben können, dann heben Sie jetzt Ihre Karten hoch. Bilder werden genug gemacht. Heben Sie Ihre Karten hoch. Vielen herzlichen Dank. Sie sind alle so medienerfahren, dass Sie wirklich, bis der letzte Fotograf ein Foto gemacht hat, die Hände oben gehalten haben. Vielen herzlichen Dank für diese Mitwirkung. Sie haben alle Ihr Foto? Ja, ich mache es nicht ein zweites Mal. Okay. Ja, herzlichen Dank. Dann können wir in der Tagesordnung fortfahren wie vorgesehen. Es gibt zwei Tagesordnungspunkte, bevor wir uns erneut hier jetzt treffen werden. Der nächste Punkt ist Unterschrift. Wir haben hier diesen Counter aufgebaut und wir haben dort die Möglichkeit geschaffen, dass Sie parallel unterschreiben, damit es schneller gehen kann. Und ich möchte dann darum bitten, dass Sie das auch möglichst zügig tun. Wir haben vor, dass zunächst einmal das so ein bisschen in Gruppen ist, dass Sie nicht alle gleichzeitig vortreten. Also wir wollen erst die Landkreisvertreter, dann die Kommunen, dann die Bürgerinitiativen, dann die Verbände nach vorne rufen und will das nicht eigens ansagen. Sie wissen selber, zu welcher Gruppe Sie gehören und rücken danach, sobald es angezeigt ist. Und ich bin auch gefragt worden, ob Sie als Teilnehmende auch diese Unterschriftenliste und dieses Dokument bekommen werden. Ja, das werden Sie. Die Geschäftsstelle wird Ihnen einen PDF-Download auf dem Download-Center anbieten, damit Sie alle Unterschriften mit eben auch da drauf haben. Sie wissen auch, dass manche später noch unterschreiben können, erst wenn ihre Gremien zugestimmt haben oder einzelne werden unter Gremienvorbehalt unterschreiben. War noch mehr anzusagen? Ich habe alles angesagt. Mein Geschäftsführer hier winkt mir zu, alles im grünen Bereich. Dann kann die Aktion losgehen. Sie unterschreiben, dann gehen Sie zum Mittagessen und rechtzeitig alle wieder zurückkommen.
Ja, und kommen Sie nach vorne. Es wurde schon gescherzt, dass nur Mittagessen an die ausgeteilt werden, die hier unterschreiben, aber das ist nicht ernst gemeint. Kommen Sie nach vorne.
Bild habe ich schon